Hallo und herzlich willkommen hier zurück zur Parkshow, meine lieben Freunde. Es ist Donnerstag, wir haben 12 Uhr, aber sowas von haargenau. Und das bedeutet natürlich für die meisten von uns auf dieser schönen Erde, wir schalten ein, wenn es wieder heißt, Parkshow bei Brilli. Und ja, heute bin ich sehr, sehr gespannt, denn ich freue mich sehr auf diesen Park und ich wusste gar nicht mehr, dass ich mich auf diesen Park freue, wenn ich ehrlich sein soll. Ich habe aus Versehen gesehen, was ist heute wieder los? Aus Versehen gesehen. Das stimmt aber. Ich habe aus Versehen gesehen, dass der gute Wachterbahn einen neuen Park veröffentlicht hat, nämlich Corteza Island. Und dann dachte ich mir, Moment mal, Wachterbahn, der war doch schon mal in der Parkshow, oder? Richtig, Wachterbahn war schon in der Parkshow, nämlich Folge Nummer 63 mit Valleywood damals. Die Folge kam am 28. Juni 2018 raus, also vor über einem Jahr. Und habe ich natürlich kurz mal reingeschaltet, geguckt, kann der Typ überhaupt bauen oder war das so ein, naja, vielleicht nicht ganz perfekter Park. Aber ganz kurz reingeschaltet und also klar, er kann bauen, keine Frage, ich freue mich richtig auf diesen Park. Aber ich frage an euch, bin ich eigentlich immer so komisch? Weil ich habe reingeguckt, einfach irgendwo reingeklickt in das Video, ja. Und dann kam folgendes Zitat. Irgendwann ist der Druck auf die Blase so groß, da pisst man sich die Pisse aus der Pisseblase. Nein, stopp, aus dem Pissebeutel. Irgendwann ist der Druck zu groß, da pisst man sich die Pisse aus dem Pissebeutel. Ich glaube, so in etwa war es. Da habe ich echt gedacht, das kann doch nicht mein Ernst sein. Aber gut, es scheint wohl häufiger solche dummen Zitate zu geben. Aber es ist sehr, sehr witzig, wenn man selber einfach ein Video von sich klickt, ungeachtet dessen, was denn da kommen könnte, und dann kommt direkt mal so ein Brüller. Direkt mal so ein Zitat mit dem Pissebeutel. Ja gut, aber das soll uns heute nicht weiter interessieren, denn heute gucken wir uns Corteza Island an und wir sehen schon, Leute, wir befinden uns auf einer, das sagt der Name des Parks wahrscheinlich schon, Insel. Und diese Insel hat es wahrscheinlich in sich. Wir sehen schon einige Achterbahnen und ich glaube, es wird eine Insel voller Fun. Ja, voller Fun. Es wird sehr toll. Und hier haben wir direkt mal, Kunst gemischt mit einem wunderbaren Brunnen. Also, das ist natürlich auch nicht schlecht. Das sieht geil aus, muss man sagen. Das sieht schon mal nicht schlecht aus. Geht man hier schön über die Brücke und dann kommt man hier an in Corteza Island. Und da gehen die Leute happy nach Hause. Vor allen Dingen auch noch dieses okay, die meisten Leute. Was war das Lautes? Die meisten Leute gehen happy nach Hause, da bin ich mir ziemlich sicher. Und dieser Eingang, Leute. Wir haben gerade Glück, dass wir jetzt, glaube ich, hier nachts reingehen. Ey, wie geil sieht bitte dieser Eingang aus. Es sieht wunderschön aus. Man muss es so sagen. Leute, das ist nicht so big und pompös. Nein, es ist eigentlich relativ wenig, aber diese Suchscheinwerfer, ja, die Lichter, das sieht einfach richtig, richtig geil aus. Man muss es einfach so sagen, mir gefällt das richtig, richtig gut. Da hast du bei mir schon mal einen Nerv getroffen. Und auch dieser 3D-Effekt hier mit diesen Reihen, ja, hier, die drei Reihen da immer hintereinander, mega gut. Mega gut, gefällt mir richtig, richtig gut. Richtig toll. Corteza Island, also kein pompöser Eingang eigentlich. Es ist sogar ein sehr minimalistischer Eingang, wenn man mal ehrlich ist. Aber mir gefällt das hier richtig gut. Und dann geht's hier rein und die Main Street ist nicht unbedingt weniger minimalistisch, wie ich gerade sehe. Also hier oben fährt wahrscheinlich der Parkexpress lang, oder? Nee, doch nicht. Da war ich aber auf dem Holzboot. Nee, wie sagt man auf dem Schiff? Nee, auf dem Holzfahrt. So, sagt man auf dem Holzfahrt? Boah, ich weiß nicht. Ist gerade sehr laut für mich hier. Ich muss mal für mich mal ein bisschen leiser hier. So, ja. Und dann gehen wir mal weiter und gehen hier unter der Brücke entlang und sehen da hinten schon einen Coaster? Das sind breite. Ich weiß nicht, wir werden sehen.
Und dann haben wir hier die Main Street quasi, in Anführungsstrichen. Sie ist nicht groß. Wie gesagt, sie ist eigentlich sehr klein. Aber hier haben wir direkt mal einen schönen Autoscooter, umrandet von wunderbaren Bäumen. Das passt auch, finde ich. Also wunderschön, wie so eine kleine Parklandschaft. Und dann haben wir hier, ich weiß gar nicht, was das jetzt hier, vielleicht müssen wir uns das am Tag nochmal angucken. Gibt es auf jeden Fall so Verkleidungen, die dann vielleicht für irgendwas, was da dran wachsen soll. Ich weiß nicht, ob die Leute sich da hochklettern können. Es sieht irgendwie verdächtig komisch aus, aber ist egal. Hier oben kann man sich auf jeden Fall schön mal hinsetzen und sich, ich glaube, das ist einfach Kunst. Ich glaube, es ist Kunst, denn hier haben wir das auch und hier ist es bunt. Warum nicht? Es sieht anders aus, so sowas hatten wir noch nicht. Ja? Es sieht definitiv anders aus. Wir bleiben natürlich erstmal in unserem... Alter! Der hat irgendwas gespottet hier. Da rennt er plötzlich los. War aber falscher Alarm. Ja, und dann ganz cool weggehen. Leute, war falscher Alarm hier. War falscher Alarm. Ja? Sehr gut. Ich dachte gerade, was hat er denn? So, also hier der wunderschöne Autoscooter. Sehr schön. Das ist hier schon wieder so sehr gediegen. Und da, boah, guck mal, der Wing Coaster, wie er sich da majestätisch, sah ja aus, wie als würde Batman losfliegen, Leute. Schön, sehr schön. Liegt hier Müll, was ist hier? Ist das extra? Das ist doch extra, das ist noch nicht da. Was ist denn hier los? Das sind alles Lichter. Das ist natürlich krass. Was sind denn das für Lichter? Das ist eine gruselige Wandbeleuchtung. Das ist ja wohl geil. Das haben wir auch noch nicht gesehen. Das ist ein Highlight. Neulight. Also haben wir noch nicht gesehen. Aber auch ein Highlight, definitiv. Also so ein Sternenboden hier haben wir noch nicht gesehen. Da ist er wieder. Ja, ganz cool, ganz cool. Und hier ein richtig schöner Brunnen auch. Richtig cool gemacht, dass man hier sich drumherum herumsetzen kann. Hier kann man sich was holen. Diese Sterne weisen die einem den Weg mal so ein bisschen. Ja, man kann hier rein. Das Gebäude sieht geil aus. Richtig schönes Hotel hier im Übrigen. Und mal reinspinksen. Ist da was drin? Nee. Sind Hotelzimmer drin. Aber das sieht schon echt nett aus. Ich weiß gar nicht, was für ein Stil ist. Modern, sehr modern. Ja, minimalistisch modern würde ich das nennen, wenn es nach mir ginge. Was, wo geht's hier hin? Ist bestimmt ein Ausgang, oder? Ist es ein Ausgang? Komm, sag's doch einfach. Leute. Toiletten und Hotelräume und, guck mal hier, eine richtig geile Aussichtsplattform, auf der man sich hier, geil. Hier kann man den Coaster beobachten. Sehr cool. Also das gefällt mir hier richtig gut. Richtig geil. Sehr schön. Oh, dieser Sternenboden. Toll, tolle Idee. Gute Umsetzung. Da müssen sie schnell aus dem Weg. Nicht, dass sie noch einen mit ihrem Pissbeutel anruinieren. So, wir sollten das Thema jetzt echt mal lassen. Ja, wir wollen nicht über Fäkalien reden. So, was haben wir hier? Comet. Ja? Ist doch Komet, oder? Ist es umgedrehtes L? Komel. Nein, ist Komet. Ja, oder Comet. Und hier befindet sich auch der Engines. Dankeschön dafür für die Bezeichnung. Ja, das finde ich sehr gut. Und dann gehen wir da mal rein. Ja, und die Sonne geht auf hier. Und guckt euch das mal an. Auch hier überall Kunst. Es ist ein bisschen künstlerisch angehaucht, das Ganze. Hat er das realistisch gemacht oder schweben die Dinger? Nein, hat er realistisch gemacht. Ist hier schön an der Bahn angedotzt. Sehr cool. Das ist gerade in so einem Wing Coaster, finde ich das eine super Idee, um da nochmal Spannung reinzubringen. Richtig cool. So, wir gehen mal in den Comet und gehen den normalen Weg. Ich will mir das hier schon angucken. Toll. Geile kleine Überdachungen hier. Passt alles irgendwie so ein bisschen hier rein. Sehr langer Anstehbereich. Also hier, ja, es ist irgendwie, ist Planet Coaster der Wurm drin. Alle müssen es aufs Klo. Das war, es zieht sich wie ein roter Faden durch alle Parkshows durch, dass die in den Warteschlangen hier ständig aufs Klo müssen. Huch. Geil. Aber es sieht schon einfach richtig geil aus hier. Muss man sagen. Und der Coaster ist ultra beliebt, Alter. Hier stehen ja schon richtig viele Leute an. Aber wir können es natürlich vordrängeln. Und hier ist gerade... Leute sind am Einsteigen. Wir gehen rein.
Wir wollen natürlich eine Runde mitfahren hier. Lass uns mal mit rein. Es war so klar, ey. Es ist doch immer dasselbe. So. Fridolin, drückst Knöpfchen. Dankeschön. Das ging sehr schnell, Fridolin. Als wärest du ein Gedankenleser. Hier, sehr schön gemacht. Mit den Lichtern. Die sind da, glaube ich, nicht per se dabei. So, wir erheben uns empor. Erheben uns empor ist doppelt gemoppelt. Wir erheben uns. Und ungefähr, ich würde sagen, ich tippe mal 40 Meter, 45 Meter. Und dann geht das hier richtig schön kopfüber erstmal runter an der Aussichtsplattform vorbei, die wir eben gesehen haben. Sehr geil. Ach, das ist ein toller Speed. Das fühlt sich geil an. Ich will hier mitfahren, Leute. Ich will überhaupt mal mit einem Wing Coaster fahren. Mann, jetzt bin ich wieder traurig. Aber wir fahren ja gerade damit. Ja? Also nicht traurig sein, sondern genießen. Hier geil. Die waren getimed, das habe ich genau gesehen. Oh, jetzt hier dadurch. Super Effekt. Gefällt mir richtig gut. Das macht so, ja, gerade in einem Wing Coaster, glaube ich, macht das nochmal einiges her. Geiles Labyrinth hier. Es ist sehr ausgiebig, dieser wunderschöne Coaster. Schöner Speed. Jetzt hier nochmal die Airtime ganz am Ende. Und dann geht's in die Station rein, die natürlich auch anlehnt an die Gebäude, die wir eben dann während der Wartezeit gesehen haben quasi. Bravo. Also an dem Coaster kann man so gar nichts aussetzen. Und jetzt ist er kaputt. So will ich das haben. Ja, so will ich das haben und nicht anders. Ja, das haben wir auch schon anders erlebt. Da ging er immer kaputt, wenn wir reingegangen sind. Aber jetzt ist er erst kaputt gegangen. Majestätisch hier. Ja, toller Speed. Man kann eigentlich nicht wirklich was aussetzen. Es gibt viele Sachen auch zu sehen. Ja, hier schön auf den See kann man schauen. Dann die Warteschlange hier. Diesen Effekt haben wir ja schon besprochen. Also grandioser Coaster. Auch hier das Design vom Stationsgebäude gefällt mir richtig gut. Das hat schon alles Hand und Fuß hier. Toll. Toll. Also das ist allein, das ist schon fast Kunst hier, ja, muss man sagen. Auch das hier. Ich weiß nicht, das ist schon Kunst. Man muss das so sagen. Ist vielleicht nicht ganz 100% hier mit dem gleichen Abstand. Vielleicht ist es extra, vielleicht nicht. Es ist auch vollkommen egal. Aber das sieht schon einfach genial aus, muss man sagen. Richtig geil. Super geil. So, gucken wir mal weiter. Und hier haben wir natürlich überall Wasserspiele. Überhaupt die Farbgebung hier. Richtig cool. Das ist einfach, ich weiß nicht, ich überlege gerade die ganze Zeit, was sind das eigentlich für Farben? Welches Szenario ist das quasi? Oder welches Land? Aber ist ja auch egal. So, hier abgestürzter Flieger. Nein, er ist nicht abgestürzt, er ist startbereit, sagen wir mal so. Dann haben wir hier ein kleines Karussell. Und im Hintergrund sehen wir schon, wie majestätisch sich die Frisbee erhebt. Alter, das ist aber auch wieder ein Mörderding, ne? Das würde ich ja, glaube ich, in meinen Park nicht setzen, weil man das so schlecht beamen kann. Weil das so ein riesen Klopper ist einfach. Auch der Freifallturm ist natürlich immer so ein bisschen behaftet mit, man kann es nicht so gut filmen. Ebenso große Achterbahnen natürlich. Hier geile Brücke im Übrigen, geile Brücke. Und dann kann man sich hier angucken, wie der Wing Coaster vorbei huscht. Das ist schon ein riesen Apparillo, die Frisbee. Mein lieber Scholli. Sind die eigentlich wirklich so groß? Also die, man in Deutschland von den Jahrmärkten kennt, sind ja sowieso anders konzipiert. Da sitzt man quasi nach innen schauend. Ich weiß gar nicht, ob es in Deutschland eine tourende Frisbee gab, die nach außen schauend war. Ich wage es zu bezweifeln. Aber das hier sind schon ordentliche Apparillos. Mein lieber Scholli, ey. Wir gehen mal weiter. Hier geht's scheinbar in einen... Was ist denn das? Das sieht ein bisschen indianisch aus, aber auch wieder nicht. Ich weiß es nicht. Oder mexikanisch. Auf jeden Fall hier der Freefall Tower. Ja, majestätisch auch hier. Sehr hoch. Sehr hoch. Also der knackt ja da die 70 Meter mal locker. Aber auch hier das Design gefällt mir richtig, richtig gut. Klar, man kann den schlecht beamen, aber man kann natürlich immer irgendwas da drum bauen. Und das hier ist schon richtig geil. Ich habe erst einmal tatsächlich einen Freefall Tower gefilmt. Ich glaube Folge... Was war das? Was mag das sein? Vielleicht Folge 4, Folge 5 oder Folge 6 oder so. Von Planet Coaster im Allgemeinen. Damals ganz, ganz früh. Ja? Da gab es noch nicht so viele Attraktionen, aber den Freefall Tower gab es. Und da habe ich im Piraten-Setting mal eine Station vom Freefall Tower gethemed. Könnt ihr euch angucken. Ja? Geht da zurück in der Zeit in meinem Kanal. Da war Planet Coaster noch ganz frisch. Und da habe ich auch mal einen Freefall Tower gethemed.
Könnt ihr euch angucken, könnt ihr mal einen Kommentar lassen. Ich glaube, der war ganz cool. Ich glaube, der sah auch ganz nett aus. Ohne mich jetzt hier loben zu wollen, aber der war schon ganz gut. Punkt. So, wir gucken uns weiter um hier. Was ist hier drin? Das ist ein Ausgang, oder? Das ist wieder irgendwie Mitarbeitergebäude vielleicht. Was ist das? Man weiß es nicht genau. Ich überlege, aber es ist auf jeden Fall mal ein stranges Gebäude, was hier steht. Hier die geile Wellenbewegung hier. Geile Wellenbewegung. Mal hier auf jeden Fall registrieren. Ja, und wir wollen nicht um den heißen Brei herumreden. Hier geht's zu Iris. Ja? Hier geht's zu Iris. Und da wollen wir natürlich mitfahren. Hier auch wieder ein ganz anderes Design, aber auch hier wieder um die Fahrt herum diese Dinger gebaut. Wir gehen jetzt mal durch den Fastpass hier. So, danke schön. Schon wieder müssen sie pinkeln hier, Mann, ey, was ist das? Und dann geht's hier hoch. Und auch hier. Geiles Design. Oh! Das ist eine Mopedbahn. Das ist eine Mopedbahn und alle müssen sie pinkeln. Alle müssen sie pinkeln. Irgendwas stimmt doch mit Planet Coaster nicht, Leute. Oder es gibt zu wenig Toiletten in dem Park. Das kann natürlich auch sein. Wir wollen mitfahren. Ja, wow. Danke, wir sind sogar mal in Waggon 1. Vielleicht gibt's aber auch nur einen Waggon. Wird man sogar abgeschossen? Das ist ja geil. Das ist ja geil. Lutz, wie sieht's aus? Knöpfchen drücken und dann geht die Luzi hier ab, oder was? Ich hoff's. Leute, steigt ein jetzt. Aber wir sind schneller hier, den ganzen Mumpels. Und dann geht's los. Ihr müsst euch das vorstellen. Ihr müsst euch das bildlich vorstellen, dass wir jetzt auf so einem Moped sitzen. Ihr geiler Effekt. Und hier beschleunigt werden. Natürlich nicht zu schnell. Wir sitzen immerhin auf einem Moped. Klar ist man ein bisschen gesichert. Aber jetzt stellt euch diesen Speed vor, ja? Wie euch der Wind um die Augenbrauen weht. Geil. Ich glaube, das ist ein ganz cooles Fahrgefühl hier. Und dann kommt der nächste Abschuss. Und wir ein bisschen auf Speed bleiben hier. Nochmal schön den letzten Gang rein. Und dann hier durch die Ringe, wie Sonic quasi, sind wir hier. Sehr schön. Hier schon sehr, sehr geneigt. Sehr, sehr geneigt. Und dann ins Maul vom alten Hai. Ja? Der alte Hai. Großartiger Kinofilm. Damals in den, was war das? 70ern oder was? Der alte Hai. Nein, er war nicht weiß. Er war alt. Das war der alte Hai. Ja, Supercoaster. Smooth. Ich glaube, genau so muss man hier diesen Coaster bauen. Ich glaube, das macht richtig Laune, da eine Runde mitzufahren. Ja. Und auch hier, theming-technisch, sieht das einfach geil aus. Man muss es so sagen. Und man sieht mal, was für ein großes Areal einfach für eine Attraktion hier verwendet wird. Ja. Das ist schon sehr ausufernd. Aber nichtsdestotrotz wunderschön. Wohin gehen die Leute hier? Ach, das ist die Warteschlange. Aber auch wie man hier durch dieses quasi Schiffswrack durch, was auch immer das sein mag, ein rundes Schiffswrack, ja, das ist schon sehr, sehr hohes Detail, hoher Detailgrad, obwohl hier einfach nur eine Kurve ist, einfach richtig schön die Kurve gemacht, ja, schön die Kurve gekratzt quasi, das ist schon aller Ehren wert, ne? Das machen nicht viele, das wirklich so auf höchstem Niveau komplett zu designen, ja, das ist ja wirklich komplett designt hier. Und es wurden sich Gedanken gemacht. Also, toll. Das gefällt mir hier wirklich richtig gut. So, gucken wir mal weiter hier. Wir sind hier noch lange nicht am Ende, meine lieben Freunde. Da ist der Flyer. Und hier auch schöne Beete. Weiß nicht, ob die Leute hier hoch dürfen und sich dann da vielleicht in die Sonne legen. Man weiß es nicht. Aber hier der Fly. Ja? Damit würde ich auch mal gerne fahren. Es ist einfach wahr. Also hier in dem Park auch zu sehen, viele, viele Hochfahrgeschäfte, ja, und Rundfahrgeschäfte auf jeden Fall vorhanden. Und hier sehen wir diesen ganz komischen Achterbahntyp. Ich weiß nicht, wie man den nennt. Aber er heißt auf jeden Fall Power-Up. Schöner Power-Up hier. Hier zeigt der Pfeil hin. Ist aber ein Ausgang. Ah, das... Nee, man darf den nicht interpretieren. Man sollte ihn nicht interpretieren. Das heißt einfach nur Power-Up und dann ein Pfeil. Ja, es gehört zum Power-Up, aber nicht zur Beschreibung des Weges. Ja, da muss man sich natürlich Gedanken machen, Leute. Da muss man ein bisschen mitdenken hier.
Auch schöne Gebäude hier. Schöner Eingangsbereich. Leute, Leute. Power up. Nicht so gut besucht, ja. Aber das ist auch für die ganz hartgesottenen hier. Hey, 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 hey. Ich weiß, dass es nur einen Zug gibt. Warte auf mich. Wer auch immer das Knöpfchen gedrückt hat. So, wir wollen direkt mit hier. Geile Beleuchtung. Sehr, sehr bunt hier. Ich muss gerade einen Schluck nehmen, sonst trocknet mein Stimmchen gleich aus. Ja. Lecker. Gut. Und dann geht das nämlich hier runter. Und dann fahren wir eine Runde im Kreis. Das ist eigentlich, wenn man so will, ist das ein erweiterter Zwirbeldings. Wie heißt denn der Coaster? Nee, ist eigentlich kein Coaster. Er geht die ganze Zeit, weißt du, geht die ganze Zeit hin und einmal nur im Kreis. Weißt du, den wir ja auch schon oft gesehen haben. Das ist quasi erweitert. Wobei ich jetzt gedacht hätte, dass man mehrere Runden fährt. Aber offensichtlich fährt man nur einmal hoch und dann, ja. Okay, kann man natürlich machen. Ist natürlich ein gewisser Adrenalinschub definitiv da. Und weil es so komisch aussieht, ist das natürlich machbar. Und auf kleinstem Platz, ja, da frage ich mich auch, warum reisen die nicht? Warum gibt's das nicht als Reisegeschäft, diese Coaster? Oder gibt's die? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, weil die brauchen echt keinen Platz. Das meiste ist hier in der Luft. Ja. Könnte man auf jeden Fall mal andenken, wenn es das noch nicht gibt. Sagt aber dann bitte, dass Brilli die Idee hatte und da wenigstens namentlich honoriert werden möchte, wenn die Dinger dann reisen. So, hier haben wir den Swinger Club. Er hört nicht auf mich. Es ist der Hammer Swing. Oh Gott, es wird immer schlimmer. Wir gehen aber weiter. So, was ist denn hier drin? Das ist auch wieder irgendwas Größeres. Oder die stehen doch für irgendwas an. Was haben wir hier? Das sieht auch... Was ist das? Eine Mischung aus futuristischen Gebäuden. Könnte so ein bisschen so ein Jurassic Park Ding sein. Ich kenne mich mit Jurassic Park jetzt nicht so aus, aber... Hyper Viper! Das könnte ein Lied von Scooter sein. Hyper Viper! The Painted Cow! Out your back for a minute, tag, coming down on the floor like a maniac. Out your back for a minute, tag, get down in full effect. Oh Gott. Leute, ich kenne doch die alten Scooter-Songs, das gibt's ja gar nicht. Eieiei, das ist peinlich. Das war peinlich, schneiden wir raus. Schneiden wir, hier. Chrissy, schneiden wir raus, ne? Weiß ich, ich kenne keinen Chrissy. Jetzt fiel mir nur gerade der Name ein. So, hier haben wir einen schönen Polypen, ja? Schöner Oktopus. Oktopant, Elefant, wie auch immer ihr den nennen mögt. Aber auch hier schön eingebettet in eine wunderbare Landschaft. Und da, da kommt er angerauscht hier, der fliegende Teppich. Teppich. Ey, der Rheinländer hat immer ein Problem mit SCH und CH. Ich hasse mich selber dafür manchmal. Ja. Also das hier sieht schon wieder geil aus. Also wirklich, ich glaube, ich weiß nicht, wie es bei Bollywood damals war. Aber, Wachterbahn benutzt auf jeden Fall, glaube ich, fast alle Hoch- und Rundfahrgeschäfte, die es so gibt. Ich finde das nicht schlecht, natürlich nicht, gerade als Besucher eines Parks. Und ich finde es, ich wollte noch nicht da hingucken, weil ich bin gespannt, wie das da gelöst ist. Aber das ist natürlich ein außergewöhnlich guter Name für eine Bobbahn. Bob Ross, meine lieben Freunde. Sehr gut, das ist ja hier Kunst. Ja, wir sind hier auf einer ganz hohen Kunstschule. Und da wollen wir jetzt erstmal mitfahren, bevor wir uns die Lösung des Riesenrads anschauen. Bob Ross, meine lieben Freunde, da bin ich gespannt. Oh, wow, 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 wow. Kurz mal Gänsehaut. Das geht natürlich gar nicht. Das geht natürlich gar nicht. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler ist oder gewollt. Die stützen hier, mein lieber Scholli, ja? Nein, nein, nein. Das kann nicht dein Ernst sein. Boah, ist das ein langer Anstehbereich. Ist das ein langer Anstehbereich hier? Mein lieber Scholli. Da auf jeden Fall Proviant mitnehmen hier bei Bob Ross. Schnell, dass wir die Stützen nicht sehen. Das geht ja gar nicht. Die Leute müssen auch schon wieder überall aufs Klo. So, Bob Ross, warte auf uns. Warte. Christa, kannst du gerade nochmal... Oh, Christa, das ist der Falsche. Wir nehmen den. So, genau richtig angekommen. Und dann geht's in die Bobbahn. Ja. Also über Bobbahn kann ich irgendwie nicht ganz so viel sagen. Wir hatten das Thema schon mal. Ich weiß nicht. Ich glaube, bei Planet Coaster sind die deutlich smoother als im realen Leben. Die sind deutlich ruppiger, glaube ich. Aber, ja, das ist ein schöner Speed hier. Man fährt die Kurven quasi richtig schön hoch. Das Schöne an diesen längeren Zügen ist ja dann auch immer, dass so eine gewisse Dynamik, so eine immer andere Dynamik quasi herrscht. Ja, das ist nicht immer gleich, wie bei einem
normalen Coaster, sondern das ist immer ein bisschen anders. Mal fällt man da schon runter, weil es vielleicht ist er leichter, mal geht er da ein bisschen höher. Ja, das ist das Geile an Bobbahn. Ja, so eine gewisse Eigendynamik immer vorhanden. Bob Ross hier. Bob Ross am Start, meine lieben Freunde hier. Und dann wird man hier eingefangen. Sehr cool. Ich finde das auch rein Engineering-mäßig, wie sagt man denn? Ingenieurskunst, diese Coast, diese Bobbahn, finde ich. Finde ich cool. Gefällt mir richtig gut. Eingangsgebäude auch top, muss man sagen. Vielleicht ein bisschen einfacher als die anderen bis jetzt, aber passt, finde ich, richtig gut hier zu dem Bob Ross. Wäre schön, wenn jetzt hier noch ein Bild von Bob Ross hängen würde. Und wie bei dem Colorado, der Michael Jackson Thrill Ride, ist das hier der Bob Ross Thrill Ride. Und noch irgendwie so Bilder von ihm hier überall hängen. Das wäre natürlich nicht schlecht. Auch hier, geiler. Geiler Steg, wo man sich hier mal schön hinsetzen kann. Ja, schön was ziehen. Aus den Automaten, Leute. Was ihr schon wieder denkt. Ja, mega. Großer Brunnen hier. Ich bin immer noch fixed von Brunnen, immer. Wenn in der Stadt ein Brunnen ist, dann gucke ich mir den erstmal an. So, und dann jetzt, ich bin jetzt auf die Lösung dieses Riesenrads gespannt. Wie kommt man da runter? Wo ist bitte der Eingang? Ich find's geil. Das sieht mega aus. Ich frag mich gerade nur. Das ist richtig geil, muss man sagen. Also natürlich büßt es dann ein bisschen an Aussicht ein, weil es jetzt nicht komplett hoch ist. Aber man kriegt Aussicht und finde. Mir gefällt das richtig gut. Aber wie kommt man hin, Leute? Wo ist der Eingang zu diesem Riesenrad? Ich weiß nicht, vielleicht finden wir es noch. Ich habe auf jeden Fall auch festgehalten. Eine richtig geile Beete hier. Toiletten. Ich dachte, da wäre vielleicht der Eingang. Aber nein. Richtig, richtig schön hier. Also müssen hier auf jeden Fall weitergehen. Und dann gucken wir mal. Hier ist ein Ausgang. Ah, hier ist ein kleiner Auto-Ride hier für die Kleinen. Ja, dann geht's hier durch. Bisschen Abenteuer. Zack. Ja, finde ich auch ganz nett. Für die ganz Kleinen hier so ein bisschen Abenteuerfahrt. Hier Edelsteinmine. Auch am Start. So. Oder Statue oder was auch immer das sein soll. Ja, geht so ein bisschen hier durch die Abenteuergefilde, Inka oder Südamerika, man weiß es nicht genau. Dann haben wir hier kleiner Power Tower auch noch am Start. Klar. Doesn't work, I don't know why. Ach. Wieso funktioniert die nicht? Wenn er weiß es nicht, dann werde ich es auch nicht wissen, aber komisch. Sehr komisch. So, gut. Wir gucken weiter. Power Tower hier gut besucht, der Kleine. Und was haben wir hier? Stand da irgendwas? Nö. Aber irgendwas Größeres ist es. Aber was, liebe Freunde? Es scheint so ein bisschen jetzt in den Steampunk abzudriften. Was haben wir denn? Ach, das ist eine Bootsfahrt hier. Die führt hier durch den... Was ist das denn hier für ein Gelöre? Das sind Schlangen. Also jetzt wird es schon ein bisschen mystischer hier. Zum Glück haben wir gerade Nacht. Wir werden wahrscheinlich auch irgendwelche Tiere dann noch rauskommen aus dem Wasser, könnt ihr mir vorstellen. Versunkene Schiffe. Ja. Hier. Geht sogar hoch, ich kann mal aussteigen und dann mal hier hochgehen. Oder? Habe ich euch gekriegt, oder? Ja. Ich kenne euch doch. Hier sogar Alligatoren. Alles dabei hier. Sehr schöne Sumpflandschaft hier. Sehr atmosphärisch. Wahrscheinlich sogar im Hellen. Hippos sind auch dabei. Hier, Happy Hippos hier. Happy Hippie. Hoppa, Und da hinten auch der Wasserfall. Richtig geil. Auch sehr großes Areal dann für diese Attraktion. Aber hey, der Erfolg gibt ihm recht. Sie ist sehr gut besucht. Das kann man nicht leugnen. Also von daher, alles im Grünen hier. Alles im Grün. So, und dann geht es langsam wieder zurück.
Ich dachte, es wäre jetzt so ein bisschen Steampunk-mäßig, aber ist es nicht. Nicht unbedingt zumindest. Und dann geht es hier wieder in die Station. Sehr cool. Gefällt mir. Also echt viele, viele Attraktionen tatsächlich dann auch auf echt nicht so riesigem Raum, muss man ja sagen, wie es ist. Sehr schön. Guckt euch mal diesen Weg hier an. Ja. Ah, das sieht einfach toll aus. Sieht einfach toll aus. Hier haben wir das schnelle Rad. Auch hier alles gefilmt. Ja, Radio-Effekt par excellence. Hier haben wir jetzt ein paar altertümliche Attraktionen. Ja, und hier auch ein wunderschöner Steg, wo man sich hier hinsetzen kann. Ja. Ach, Leute, wer will hier nicht sitzen zu dieser Uhrzeit und sich das angucken? Einfach richtig schön. Richtig schöne Hafenatmosphäre. Sehr, sehr cool. Hier, schöner Ziehautomat. Was zieht man sich da? Ah, ne, ist ein Wahrsageautomat hier. Ein Wahrsageautomat. Auch die Lichtgebung hier überall. Hier der Twister oder wie das Ding heißt. Der sieht ein bisschen frech aus. Mal gucken, was ist hier? Ist hier Grusel? Weiß ich nicht. Oh, hier geht's runter. Runter heißt nämlich vielleicht Riesenrad. Alter, hier geht's ja. Das ist ja richtig krass. Plötzlich eine ganz andere Welt eröffnet sich einem. Mega gut. Was passiert hier? Und jetzt ist es auf einmal so ganz komisch. Was ist denn hier los, meine Leute? Ist hier eine krasse Geisterbahn unten drin, oder was? Das ist ja geil. Also es ist schon ordentlich Fußmarsch hier, die ganzen Treppen hoch und runter, aber... Alter, der Park unter dem Park. Wie krass ist das denn? Wie geil ist das denn? Wir haben einen Park unter dem Park und hier ist das Riesenrad. Geile Lösung, muss man einfach sagen. Auch wenn man jetzt hier in dem Bereich wenig sieht. Ja, aber der Effekt, dass man dann aus dieser tiefen Höhle dann nach oben geschippert wird, finde ich geil. Ah, und dann ist es echt so eine kleine spooky Area hier unter dem Park. Ich weiß nicht, wie realistisch das ist, jetzt so eine riesen Höhle auszuheben, aber ich finde es mega geil. Was ist hier für ein Entrance? Ist es eine Geisterbahn? Boah, ich habe gerade richtig Bock auf eine Geisterbahn. Der lange Anstehbereich, meine lieben Freunde. Ja, die Leute wollen natürlich anstehen. Sie wollen sich erschrecken lassen. Sie wollen es doch. Sie wollen Geister, sie wollen Blut, sie wollen vor allen Dingen aufs Klo. Es ist aber offensichtlich eine Achterbahn, meine lieben Freunde. Ist ja noch besser. Ist ja noch besser. Das gucken wir uns an. Der Fluch. Wir sind wahrscheinlich... Ja, komm. Es ist so nervig. Hier sind wir richtig. Hier sind wir richtig. Fritz, wie sieht's aus hier? Mach mal jetzt hier kurzen Prozess... Schön mal das Knöpfchen drücken und auf geht das. Da geht's los. Und es ist doch Achter- und Geisterbahn vielleicht gemischt. Hier auf jeden Fall jetzt ein paar Sachen, die wir uns anschauen können. Ein bisschen Themenfahrt haben wir hier schon. Und es ist düster. Es sind überall Sterne am Himmel, am Firmament. Und hier haben wir eine Geistervilla vielleicht, der sich da oben duelliert wird. Uiuiui. Runter ist ein Knast mit Mumien. Oh oh. Stopp. Danger. Stopp. Alter, ich glaube, jetzt geht's ab. Oh ja, und oh, ich hätte so Bock da drauf. Ich hätte so richtig Bock da drauf. Hier unten in so einer Höhle lang zu düsen einfach. Richtig cool. Effekt da mit der blinkenden Fledermaus durch die Höhlen hier durch. Vorbei an den Spinnenwesen. Und überall wird einem klar, dass das Leben irgendwann auch einmal zu Ende ist. Und man vielleicht hoffentlich nur noch auf diese Achterbahn abhängen darf. Wäre das toll. Wäre das toll.
Ah, richtig coole, unterschiedliche Effekte, die wir hier haben. Super smooth. Jetzt hier nochmal eine Beschleunigung. Man weiß nicht, wo es lang geht, die ganze Zeit. Es ist richtig krass. Aber er ist schon ordentlich lang, auf jeden Fall. Das kann man schon festhalten. Auch hier, cooler Effekt. Und hier sieht es schon so ein bisschen nach Eingang und Ausgang aus. Sehr, sehr geiler Coaster. Ja. Sehr, sehr geil. Gefällt mir richtig gut hier unten. Das ist einer der besten Spooky-Bereiche, weil er auch so unerwartet kam. Man denkt, ja, es ist gar nicht so groß, der Park. Und es ist einfach unter dem Park noch ein anderer Park, quasi. Wie krass ist das denn? Jetzt weiß ich nur nicht, wo war jetzt... Das wird der Ausgang sein, ne? Nein. Nein. Wenn ich mal einen finden will, den Ausgang, finde ich ihn nicht. Hier ist einfach der Ausgang, okay. Okay. Geil. Super genial. Also echt eine kleine Stadt nochmal hier unten. Geile Idee einfach. Geil umgesetzt. Super cool. Super cool. Also da auf jeden Fall großen Respekt für. Gefällt mir richtig, richtig gut. Das sieht schon geil aus. Und jetzt geht's wieder an die Oberfläche, in den Sonnenschein hinein. Super. Hier oben haben wir ja auch noch nicht alles. Ist das ein Dropkick-Coaster da hinten? Ich weiß es nicht. Aber hier oben haben wir auch noch nicht alles. Ich hätte gedacht, dass wir nach einer halben Stunde durch diesen Park sind, aber offenbar gibt es doch sehr, sehr viel zu sehen. Das ist natürlich umso schöner. So, wo sind wir jetzt? Hier sind wir doch am Eingang. Hä? Okay, dann müssen wir wohl mal jetzt die Mitte durchlöchern. Denn wir haben hier auf jeden Fall noch einiges nicht gesehen. Was ist hier für ein Eingang? Gucken wir uns an. Auch hier. Das ist so geil, weil es ist einfach so tief gelegt, dass man davon eigentlich wenig mitkriegt. Und es ist einfach komplett hier einfach nochmal ein Coaster in der Mitte des Parks. Den man gar nicht gesehen hat. Wo? Da geht's runter. Also, was er hier macht, ja, der Wachterbahn, der Gute, das ist schon auf allerhöchstem Niveau. Also, das alles hier so zu verzwirbeln und diesen extrem genial umgesetzten atmosphärischen 3D-Effekt überhaupt im ganzen Park mit unterschiedlichen Dingen hervorzurufen, ist schon advanced. Wirklich richtig advanced. Gefällt mir richtig, richtig gut. Wir werden auf kein... Hätte ich nicht gedacht, dass wir hier Platz nehmen dürfen. Aber gut, okay. Ich finde es nicht schlecht. Gundolf, wie sieht's aus? Spinning Coaster hier, eine Runde. Machst du Knöpfe? Dankeschön. So, wir gucken uns jetzt Spinning Coaster an hier. Wir sind noch nicht released. Das heißt hier erstmal noch relativ normales Achterbahngefühl. Und gleich werden wir wahrscheinlich durchgeschüttelt wie die Ochsen während eines Erdbebens, meine lieben Freunde. Ach, das war gar nicht der... Den sind wir ja schon gefahren da hinten. Das war ja der Wing Coaster. Aber da war doch noch ein Hügel. Ach, wir werden es gleich sehen. So, wir sind released und haben jetzt hier so ein bisschen wilde Maus-Feeling. Hier schön an den Leuten vorbei. Da gucken sie in die Gesichter, in die Kotzen. Man hat diesen Coaster nicht gesehen. Hier sind wir doch eben lang gegangen. Ich habe ihn nicht gesehen. Wie krass ist das denn? Übersehen einfach. Sehr cool. Sehr, sehr schöner Speed hier. Ja. Nochmal Lift hier. Sind wir schon oben? Man hat es überhaupt nicht mitgekriegt. Entweder sehr schneller Lift oder was auch immer da war. Hier wieder ein bisschen enge Kurven hier. Boah. Da merkt man richtig, wie einem die Eingeweide nochmal gegen das Zwerchfell drücken hier. Da hinten sind wir noch nicht mitgefahren, Leute. Das kann mir keiner erzählen. Sehr cooler Coaster. Also, Spinning Coaster, alles, was man haben muss, gibt's hier. Sehr gut. Da kann man nichts dran aussetzen an dem Spinning Coaster hier. Jetzt will ich aber mal wissen, was People Thrower... Ist das der People Thrower? Oder ist das Kettenkarussell, das ist der People Thrower? Ja, das macht mehr Sinn. Wo ist bitte der blöde Hier wieder Kunst.
bisschen Kunst. Und hier ist auch der Hip-Hopper. Na, wie heißt der denn? Der, hier, der, ihr wisst schon. Kaffeemaschine hier. Das Ding halt. Und hier ist auch irgendwas. Oh, Happy Viper. Das ist doch der Happy Viper bestimmt. Krasser Eingang. Ich guck mir das hier so an. Diesen wunderschönen Gebäude hier mitbekommen. Ganz, ganz komische Gebäudearten, die er hier erfindet. Ich meine, die sind schön, aber ich habe sie so noch nicht gesehen. Das ist halt echt sehr speziell angehaucht alles. Aber das heißt ja nichts. Finde ich ja umso besser. Sehr langer Anstehbereich auch hier wieder. Also hier ist wirklich, das ist das Plus dieses Parks. Es ist auf jedem Quadratmeter ist irgendwas. Es gibt jetzt nicht so irgendwelche Leerräume oder so, sondern es ist wirklich tatsächlich ausgenutzt mit irgendwelchen Sachen. Ja, es ist wenig Platz für Theming und trotzdem ist es überall mega krass gethemed. Eigentlich ist überall Achterbahn, Weg, Attraktion. Überall. So, Viper jetzt, Leute. Wieso ist hier keiner drin gewesen? So, ich bin gespannt. Das Fahrgeschäft. Mess me? Übrigens, auf Dreifach-Speed bewegen sich die Lichter nicht mehr. Guck mal. Mess me, komm. Das ist übrigens ein neuer Name. Habe ich gerade erfunden. Mess me. Vielleicht kommt irgendwann mal eine Riege Mess me's auf die Welt. Dann weiß ich, das müssen Söhne sein. Vielleicht auch ein Weibchenname. Weibchen vor allen Dingen. Vielleicht auch ein Mädelsname. Mess me, ich weiß nicht. Die Mess me, der Mess me. Man weiß nicht. Aber das Knöpfchen wurde gedrückt. So, und dann gucken wir mal, was hier heute auf uns wartet. Der Mond scheint auf jeden Fall auf unsere Häupter. Und wir gucken mal, wie wir jetzt hier mit unserem Formel 1 Boliden Gas geben. Ja, auf jeden Fall klassischer Lift hier. Ja? Und das ist schon sehr breit alles. Ich finde das aber sehr, sehr hübsch. Das sieht so ein bisschen, das sieht nach einer Manufaktur aus. Ja, das sieht aus wie das hält, was es verspricht. Schöne Airtime hier. Da merkt man richtig den Speed hier in der Kurve. Sehr geil. Richtig schöner Speed hier. Das ist quasi eine etwas kleinere Version eines Hypercoasters, würde ich fast sagen. Aber sehr, sehr schöne Airtime. Ja. Schöne Länge, denke ich mal, wenn es jetzt gleich wieder ins Ziel geht. Sehr cool. Auch hier natürlich ein paar Lichteffekte. Ja, es ist schon länger, als ich dachte, tatsächlich. Und sogar, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass noch eine Inversion kommt. Damit hätte ich tatsächlich nicht gerechnet. Dann nehme ich das eben mit dem Hyper Giga Mega Coaster zurück. Sondern es ist ein Coaster. Ja, mit Inversion tatsächlich. Das ist ja krass. Aber sehr geiler Speed, tolle Fahrzeit. Ja, das ist ein richtig schöner Coaster. Hat der denn, also ich würde sagen, der hat nur grüne Bewertung, oder? Zeig mir das doch mal. Zeig mir noch mal den... Hat der nur grüne Bewertung? Ja. Ich bin einfach ein Experte. Ich weiß, wann es grüne Bewertungen hagelt. Und in dem Fall auf jeden Fall. Ja, richtig cooler Coaster. Schöne Länge. Wunderbarer Speed. Gefällt mir. Gefällt mir richtig gut. Aber war nicht eben dann noch so ein Coaster? Oder war der das, der an uns vorbeigehuscht ist? Könnte natürlich auch der gewesen sein. Ich weiß es nicht genau. Und wir gehen jetzt mal ein bisschen höher. Wir gehen mal ein bisschen höher, um uns mal einen Überblick zu verschaffen. Also, der Park ist nicht so riesig, ja. Aber, was die Infrastruktur angeht, man hat viel, so viel zu sehen. Nee, ich glaube, das war er. Also, wir können mal durchgehen. Den haben wir gesehen. Hier hinten waren wir. Da waren wir gerade drauf. Der zieht sich hier durch den ganzen Park, der Viperman. Hier Riesenrad mit dem Teil da unten. Mega geil. Hier haben wir auch gesehen, stimmt. Hier fährt der Dings lang. Ja, mega schön. Mega schöner Park, liebe Freunde. Schade, dass es schon zu Ende ist. Ich hoffe inständig, dass du, lieber am nächsten Park bastelst, weil du machst das richtig, richtig geil. Ja? Das ist alles sehr realistisch. Die Achterbahnen sind super geil. Du benutzt sehr, sehr viele Karussells. Das heißt, man hat hier viel, viel zu sehen. Und wenn man jetzt den Park tatsächlich besuchen würde, extrem viel zu fahren, auf wirklich extrem engem Raum. Ja, also da grüßt das Phantasialand quasi. Weil flächenmäßig ist dieser Park gar nicht so riesig.
aber du hast hier das absolute Optimum rausgeholt. Ich finde das so geil, wie du hier Sachen runtersetzt, wie diesen Spinning Coaster hier. Grandios. Grandios. Also, ich habe jetzt keine Lust wieder die... ich glaube, das machen wir auch nicht mehr. Wir machen eine Bewertung, aber die mache ich nur noch mündlich. Ich mache die nur noch mündlich und mache jetzt nicht mehr diese... wie heißen sie denn hier? Mit den Narren. Die Narren waren's. Weil so kann man über den Park schweben und das einfach mündlich nochmal ein bisschen zusammenfassen. Ich finde das eigentlich eine bessere Lösung. Als wenn ich da immer noch diese Kacke raushole und das reißt einen ja auch so ein bisschen raus. Also, ich würde sagen, in Sachen Realismus hat dieser Park für mich, klar, okay, man kann sagen, es ist vielleicht nicht ganz realistisch mit diesem Untergrundszenario, definitiv, aber ansonsten, die Bahnen sind super realistisch, die Infrastruktur ist sehr realistisch. Ich finde, das Theming an sich ist sehr realistisch und wunderschön. Und deswegen gebe ich jetzt einfach mal einen Punkt Abzug in Sachen Realismus, wegen eben diesem Untergrundgedöne, was mir aber super gut gefallen hat. Darum geht's ja aber beim Realismus nicht. Deswegen würde ich jetzt einfach mal 9 Punkte in Sachen Realismus geben. Und in Sachen Fahrgeschäften würde ich 10 geben, weil es gibt wirklich so verdammt viel auf so engem Raum hier in diesem Park. Richtig geil. Also 10 von 10 in Sachen Fahrgeschäften sind da auf jeden Fall drin. Achterbahnen würde ich 9 geben, weil es fehlt der richtig krasse Giga-Mega-Coaster wegen mir. Ja, und vielleicht fehlt auch noch ein Woody, habe ich jetzt auch vielleicht vermisst. Klar, es ist auch wegen der Enge des Raumes und so, auf jeden Fall. Da würde ich jetzt in Sachen, wobei ich muss noch mal gerade zurück. Mir fällt gerade auf, wir haben keine Wasserbahnen, ne? Gar keine. Nichts Wassermäßiges. Wir haben hier die Schiffstour, okay. Dafür haben wir eine Bobbahn. Nee, wir lassen es bei 10. Ja, wir lassen es mal bei 10. Zurück zur Achterbahn. Also über Achterbahn 9 von 10 würde ich geben. Und dann Spaß hatte ich sowieso 10 von 10, Leute, das ist klar. Theming 9,5. Ich find's so geil und man hat so viele neue Sachen gesehen, die mir richtig gut gefallen haben. Ja. Also da sind echt, du hast richtig viele Ideen, richtig geil umgesetzt. Es gibt immer so Bereiche wie hier, die einfach ganz anders aussehen plötzlich. Und das gefällt mir richtig, richtig gut. Und von daher in Sachen Theming 9,5, also das ist nah an der Perfektion, das muss man was sagen. Muss man was sagen, wie sich das hier alles auch einfügt, ja, in die Landmasse, in die Wegmasse. Toll, einfach nur toll. Und in der Gesamtbewertung sind das hier für mich klare 9 von 10, aber mal mindestens. Vielleicht gehe ich auch sogar auf 9,5 von 10. Dieser Park ist ein richtiges, schönes Erlebnis, was man sich definitiv mal runterladen sollte und anschauen sollte, wenn ihr Bock drauf habt. Denn das hat dieser Park auf jeden Fall verdient. Eine gute Bewertung auch da lassen. Das hat auf jeden Fall der gute Wachterbahn verdient. Und vielleicht dient das ebenso als Motivation für den nächsten Park. Ich hoffe, er hört nicht auf. Und alle sind nur noch Planet Zoo. Nein, Leute, ihr müsst auch weiter Parks bauen, weil sonst ist die Parkshow irgendwann vorbei. Ist die Parkshow vorbei und dann wird nur noch geweint. Geweint haben wir, mein Schatz. Geweint. So, liebe Freunde, mit diesen Worten verabschiede ich mich von euch, von dieser Parkshow für diese Woche. Ja, wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder, wenn ich denn einen schönen Park finde. Und ich sage tschüss, macht es gut. Euer Brilli.